Hoch über den St. Pauli-Landungsbrücken erhebt sich das mächtige Bismarck-Denkmal. Davor, an der Geestkante, stehen die Gebäude der Navigationsschule, der Deutschen Seewarte und des Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten. "1938 stand der Hamburger Hafen auf dem Kontinent an erster Stelle und belegte den dritten Platz in der Welt, nach New York und London. Hamburg befand sich im Herzen Mitteleuropas und damit in einzigartiger Lage für den Durchfuhrverkehr in alle Richtungen. Die St. Pauli-Landungsbrücken mit dem markanten Uhrturm waren für den starken Publikumsverkehr im Hafen und auf der Unterelbe von besonderer Bedeutung. Jährlich wurden hier Hunderttausende von Fahrgästen ein- und ausgeschifft und die vielen Besucher tauchten zum ersten Mal in die faszinierende Hafenatmosphäre ein, mit all ihren ungewöhnlichen Geräuschen und Gerüchen. Die Landungsbrücken waren auch der Liegeplatz der Assistenzschlepper, die die Frachter und Passagierschiffe beim An- und Ablegen in den oft engen Hafenbecken unterstützten. Ein beeindruckendes Bild der Altstadt mit ihren Türmen vermittelt der Blick von Steinwerder. Steinwerder ist die Heimat bedeutender Werft- und Industriebetriebe. Viele der in diesem Film gezeigten Frachter- und Passagierschiffe sind dort entstanden. Schiffswerften bildeten den bedeutendsten Industriezweig Hamburgs. An der Überseebrücke sehen wir die gerade in Dienst gestellte Wilhelm Gustloff. Sie konnte 1500 Passagiere befördern. Ein besonderes Merkmal der Gustloff war die exklusive Ausstattung mit Außenkabinen. Ein Novum im Schiffbau jener Jahre. Ausländische Reedereien besaßen mit 45% einen erheblichen Anteil an der Ein- und Ausfuhr im Hamburger Hafen. Schifffahrt ist international. Im Film sehen wir deutsche, aber auch viele Schiffe unter norwegischer, dänischer, holländischer, französischer, englischer und amerikanischer Flagge. Auch ausländische Passagierschiffe zählten zu den regelmäßigen Kunden der Stadt, wie hier die Colombie der französischen Staatsreederei CGT. Während der Dampfer Bilbao, der OPDR, in Charter bei Leis und danach die Mimi Horn der Hornlinie auslaufen, trifft der große Ostasienfrachter Lahn des norddeutschen Lloyd aus Übersee ein. Im Licht der aufgehenden Sonne macht die Königin Luise an den St. Pauli-Landungsbrücken fest. Alle Seebäderschiffe der Hapag wurden hier abgefertigt. Die Abfahrten erfolgten bereits um 7 Uhr. Die Königin Luise fuhr im Dienst nach Cuxhaven, Helgoland und Sylt. Besonderer Beliebtheit erfreute sich auch das Motorschiff Jan Molsen der Hafendampfschifffahrtsgesellschaft, die ebenfalls Cuxhaven anlief.
1888 wurde die HADAG, die Hafendampfschifffahrt AG, gegründet, um den schnell wachsenden Verkehr im Hafen abzuwickeln. Große Leistungen wurden erbracht, wenn täglich Tausende von Werft- und Hafenarbeitern zu den Schichtwechseln befördert werden mussten. 12 Millionen Fahrgäste benutzten 1938 die Hafenfähren. Den Schornstein der Fährschiffsreederei zierte ein grüner Ring auf silbernem Untergrund. Er wurde zum Markenzeichen. Auch die Unterelbe wurde von der HADAG bedient, wobei die großen Fährschiffe, wie hier das moderne Motorschiff Bürgermeister Distel, zum Einsatz kamen. Die Fahrt nach Harburg wurde dagegen noch mit historischen Raddampfern betrieben. Über Jahrhunderte war der Niederhafen am Johannesbollwerk und am Vorsetzen der einzige Seeschiffshafen Hamburgs. Im Schatten der großen Passagierschiffe an der davorliegenden Überseebrücke luden und löschten viele kleine Dampfer alteingesessener Reedereien. Der Niederhafen bot in jenen Jahren ein lebhaftes Bild des Kleinverkehrs. Dort befanden sich die Schuppen für die Rheindienste nach Duisburg und Köln sowie für die Verkehre nach der Nord- und Ostseeküste. Der Güterumschlag in einem Seehafen ist außerordentlich vielseitig, da die Zusammensetzung der Ladung bei jedem Schiff unterschiedlich ist. Im Linienverkehr muss dabei auf besonders pflegliche Behandlung des Stückguts geachtet werden. Eine Arbeit, die nur von geschulten Hafenarbeitern geleistet werden kann. Rund 20.000 gelernte Kräfte waren 1938 als Schauerleute, Winschmänner, Kai- und Speicherarbeiter, Kranführer und Ewerführer im Umschlag beschäftigt. Die verschiedenen Berufsgruppen waren im Gesamthafenbetrieb zusammengefasst, der den Einsatz an den wechselnden Arbeitsplätzen lenkte. Im Bedarfsfall erfolgte ein Aufruf über den Rundfunk. Der Umschlag von Kisten, Fässern und Ballen ist harte Arbeit und erfolgte damals noch meist von Hand. Obwohl es auch schon Elektrokarren gab, blieb die Sackkarre im Hafen das vorherrschende Flurfördermittel. Der Hamburger Hafen ist ein Tiderhafen und damit von den Gezeiten abhängig. Er besteht aus einem älteren rechtselbischen und einem modernen linkselbischen Teil. Die Mannigfaltigkeit des Schiffsverkehrs im Hafen war ein Spiegelbild des industriell hochentwickelten mitteleuropäischen Hinterlandes. Von besonderer Bedeutung war dabei die Binnenschifffahrt, die mit rund 50% zum Umschlag im Hafen beitrug. 1350 Elbkähne waren registriert. Die Oberelbe verband Hamburg mit dem mittel- und ostdeutschen Wasserstraßennetz sowie mit Polen und der Tschechoslowakei. Die Liegeplätze der Binnenschiffe waren hinter den Seeschiffbecken angelegt, sodass die Kähne die Frachter beim Ein- und Auslaufen nicht behinderten.
Hamburg schloss sich 1888 dem deutschen Zollgebiet an. Es war die Geburtsstunde des Freihafens. Seitdem wurde die Stadt durch einen Kanal vom Freihafen getrennt. Der Kanal verband den Seehafen mit den Liegeplätzen der Binnenschiffe im Oberhafen. Wir sehen einige der typischen Hafendampfschlepper, wovon es über 400 Stück gab. Sie gehörten Everführerbetrieben, die mit Schuten, Schleppern und Barkassen den hafeninternen Verkehr abwickelten. Kennzeichnend für die mit Dampf betriebenen Schlepper war der umlegbare Schornstein, der die Unterquerung der vielen Brücken ermöglichte. Obwohl 1938 bereits 45.000 Zu- und Abfahrten von Lastkraftwagen im Hafen gezählt wurden, waren immer noch viele Pferdefuhrwerke im Einsatz. Der Freihafen war Zoll-Auslandsgebiet, in dem alle Güter zollfrei umgeschlagen, transportiert, gelagert und auch wieder ausgeführt werden konnten. Beim Passieren der Zollgrenze wurden Personen und Fahrzeuge daher von Zollbeamten streng kontrolliert. Die Kaischuppen an den Hafenbecken dienten dem schnellen Umschlag von Stückgut. Die Lagerung der Güter erfolgte in speziellen Lagerhäusern und Speichern des Freihafens. Die staatliche Hamburger Freihafen-Lagerhausgesellschaft verfügte über 830.000 Quadratmeter Lagerflächen. Im Unterschied zu den meist ebenerdigen Kaischuppen waren die Speicher mehrstöckig und äußerst massiv gebaut. Hier wurden vor allem empfindliche Güter wie Kakao, Tee und Gewürze auf Lager genommen. Darüber hinaus wurden Proben gezogen, umgepackt und die Wiederausfuhr vorbereitet. Hamburg war damals der bedeutendste europäische Transithandelsplatz. Das bekannteste Wahrzeichen des Hamburger Hafens war der Zeitballturm des Kaispeichers A am Sandtorhafen, im Volksmund Kehrwiderspitze genannt. Der große Speicher lag als einziger am Seeschiff tiefen Wasser. Der schwarze Zeitball fiel um 12 Uhr Greenwich und zeigte den Seeleuten die genaue Zeit an. Von oben hatte man einen guten Blick auf die Überseebrücke und auf den Sandtorhafen, der 1866 als erstes künstliches Hafenbecken eingeweiht wurde, sowie auf den nebenanliegenden Grasbrookhafen. In diesen beiden Hafenbecken wurden Frachter nach Holland, Belgien, England und Skandinavien abgefertigt. Neben dem großen Gasometer des Gaswerks Grasbrook lag der Strandhafen. An den Schuppen dort luden und löschten ausländische und deutsche Frachter, die ebenfalls nach Skandinavien verkehrten. Feierabend. Eine Hardak-Fähre hat Hafenarbeiter zum Anleger am Sandtorhöft gebracht, von wo sie den Hafen über die Niederbaumbrücke zum Baumwall verlassen. Die Hardak bot mit ihren Fährschiffen vom Typ Mönckeberg außerhalb der Hauptverkehrszeiten eine große Hafenrundfahrt an, die sich großer Beliebtheit erfreute.
elbabwärts, vorbei an der Fischauktionshalle am Fischmarkt und dem Ellerholzhöft, geht es zunächst in den Oderhafen. Hamburg verfügte über 30 Kilometer seeschifftiefe Liegeplätze an hölzernen Pfahlgruppen. Dadurch erhielten Frachter die Möglichkeit, ihre Ladung in den Hafenbecken kostengünstig auf Schuten oder Binnenschiffe umzuschlagen. Im Oderhafen liegt die Lauterfels, der Hansa, Bremen an den Pfählen. Wir sehen hier auch das formschöne Motorschiff Belgrano, der Hamburg Süd, und im nebenliegenden Rosshafen den Schnelldampfer Washington, der United States Lines. In den ebenfalls im Rosshafen gelegenen, ausgedehnten und teilweise überdachten Lagerflächen der Firma Holzmüller am Hachmannkai wurden Edel- und Harthölzer umgeschlagen. Hier befand sich ein Mittelpunkt des europäischen Holzhandels. Wir nähern uns mit dem Fährdampfer dem Kaiser-Wilhelm-Höft, dem Anleger zum Kaiser-Wilhelm-Hafen. Das Hafenbecken wurde vor dem Ersten Weltkrieg speziell für die Bedürfnisse der Hapag, der größten deutschen Reederei, gebaut. Vorn an der Kaispitze liegt das neue Fracht- und Passagierschiff Patria unter dem 75 Tonnen Schwerkran. Während die brandneue Patria im Liniendienst zur Westküste Südamerikas fuhr, verrät der weiße Anstrich der Milwaukee, dass sie als Kreuzfahrtschiff eingesetzt war. Auch das Schwesterschiff St. Louis liegt hier am Auguste-Victoria-Kai. Hinter den Hapag-Schiffen sind verschiedene Schiffe vom norddeutschen Lloyd zu erkennen. Gegenüber im Hafenbecken löscht der Ostasien-Schnelldampfer Gneisenau des NDL seine Ladung. Von dort geht der Blick wieder zurück auf die andere Seite, wo die New York, der Hapag, liegt. Sie gehörte zu den vier beliebten Passagierdampfern, die im wöchentlichen Liniendienst nach New York fuhren. Die Reederei erlaubte den Gästen der großen Hafenrundfahrt als besondere Attraktion einen Besuch an Bord ihrer Fahrgastschiffe. Mit einer Kapazität von 8.500 Tonnen waren die New York und ihre drei Schwesterschiffe auch auf die Beförderung von Ladung eingerichtet. Wie man sieht, herrschte an den Liegeplätzen der Hapag eine rege Umschlagstätigkeit. Der Blick in den Schuppen am Victoria-Luise-Kai zeigt viele unterschiedliche Ladungsarten. Der Linienverkehr bestand in großem Umfang aus Stückgut, das einen schnellen Umschlag und eine geschützte Unterbringung zur Zwischenlagerung verlangte. Das umfangreiche Stückgutaufkommen sicherte Hamburg die führende Stellung in Europa. Besondere Bedeutung hatte die hafeninterne Eisenbahn. Sie verfügte über ein außerordentlich leistungsfähiges Schienennetz von 480 Kilometer Länge. Die Gleisanlagen waren von der Stadt gebaut. Die Hafenbahn wurde jedoch von der Reichsbahn betrieben, die auch für die Weiterleitung der Waggons ins Inland sorgte. Ein
Ein weiterer Blickfang im Hamburger Hafen war die imposante Helgenanlage von Blohm und Voss auf Steinwerder, der größten deutschen Werft, die mit vielen Schiffsneubauten Weltruhm erlangte, wie beispielsweise mit dem später in diesem Film gezeigten Schnelldampfer Cap Arcona. Im Werfthafen liegen deutsche, norwegische und argentinische Tanker zur Reparatur oder Fertigstellung. Die große Hafenrundfahrt wirft auch einen Blick auf den schweren Kreuzer Admiral Hipper, der unter dem 250 Tonnen Hammerkran der Werft in Ausrüstung liegt. In den vielen Schwimmdocks treffen wir immer wieder auf bekannte Schiffe, die dort repariert oder überholt werden, wie hier den Schnelldampfer Pretoria der deutschen Afrika-Linien und den Passagierdampfer Reliance der Hapag. Die Howaldtswerke am Rosshafen verfügten ebenfalls über eine große Kabelkrananlage und einen Schwerkran von 200 Tonnen Hebefähigkeit. Am Vulkankai hinter einem Tanker wird das große Fahrgastschiff Robert Ley fertiggestellt. Alle Docks der Werften sind gut besetzt, wie beispielsweise mit dem Fracht- und Passagierdampfer Cap Norte der Hamburg Süd. Von der deutschen Werft zeigt der Film nur den Reparatur- und Neubaubetrieb am Reiherstieg, der sich allerdings in den 30er Jahren mit einer ganzen Reihe bedeutender Neubauten hervortat. Der Hauptbetrieb der deutschen Werft befand sich in Finkenwerder und wurde von der Hafenrundfahrt nicht angesteuert. Die stets beliebte Überseebrücke diente der Abfertigung großer Passagierschiffe. An ihrer Rückseite lag die schwimmende Jugendherberge Hein-Godenwind, eine aus Frankreich stammende Bark, die von Blohm und Voss umgebaut worden war. Die Überseebrücke liegt vor dem Niederhafen und wurde vor allem von den Passagierschiffen der Hamburg Süd mit ihren attraktiven Schornsteinen genutzt. Während der große Passagierdampfer Orcades der Orient Steam Navigation London quer ab vom Kaispeicher A an den Fähnen liegt, manövrieren verschiedene Frachter im Strom, darunter zwei Dampfer namhafter holländischer Reedereien. Hamburg war in Europa auch der bedeutendste Hafen für Getreideumschlag. Die Abnahme der Ladung erfolgte außenbords mittels schwimmender Getreidehebe. Die große Hafenrundfahrt besuchte auch die östlichen Hafenbecken, wie den stadtnahen Barkenhafen. Dort wurden Schiffe der deutschen Afrika-Linien abgefertigt. Die Reederei war ein Zusammenschluss der deutschen Ostafrika-Linie und der Woermann-Linie. Während die an der Pier liegende Usambara die Schornsteinfarben der deutschen Ostafrika-Linie trägt, zeigt die im Westafrika-Verkehr eingesetzte Wadai die Farben der Woermann-Linie. Ausländische Schiffe wurden ebenfalls im Barkenhafen abgefertigt, wie hier beispielsweise die beiden nach Westindien eingesetzten holländischen Fracht- und Passagierschiffe Columbia und Costa Rica. Wie ein Wahrzeichen markiert ein Schwerkran am Amerika-Höft die Einfahrt zum Hansahafen. An den sich anschließenden Schuppen am Oswaldkai befanden sich die Stammliegeplätze der Schiffe der Hamburg Süd, der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft. Im Hafenbecken herrscht reges Treiben, denn der Südamerika-Verkehr spielte in Hamburg eine bedeutende Rolle. Das Fracht- und Passagierschiff Monte Olivia wird von vielen Schuten umringt. Die Schuten waren das wichtigste Transportmittel im Hafen. Besonders gut ist hier die Hamburger Kai-Aufteilung mit den wasserseitigen Gleisanlagen zu sehen,
die den direkten Umschlag zwischen Frachter und Eisenbahn ermöglichte. Die Schiffe der Hamburg Süd, wie hier zum Beispiel der Dampfer Santos, bringen vor allem große Mengen Kaffee, Häute, Tabak, Baumwolle und viele exotische Güter von der Ostküste Südamerikas. An Deck werden die Hiefen von Schauerleuten entgegengenommen. Sie sind im Hafen für das fachgerechte Laden und Löschen zuständig. Eine schwere und verantwortungsvolle Aufgabe. Ein Lukenfietz schaut in den Laderaum und gibt dem Mann an der Winch durch Handzeichen Anweisung. Deutlich ist auf den Säcken mit Kaffee das Herkunftsland Brasilien zu erkennen. Exportiert wurde 1938 die gesamte Palette aus deutscher Fabrikation, von der Lokomotive bis zur Stecknadel, Maschinen, elektrische Produkte, Chemikalien, Autos und so weiter. Und gelegentlich sogar ein ganzer Zirkus. Das Fracht- und Passagierschiff Monte Sarmiento löscht Kaffee und größere Mengen Baumwolle, die von den Kaiarbeitern am Schuppen in Empfang genommen werden. Die Baumwollballen wogen 250 Kilo und wurden am Kai ebenfalls noch mit Sackkarren bewegt. Auch ausländische Schiffe wurden im Hansahafen abgefertigt, wie hier der Dampfer City of Nagpur, der britischen Element Lines und das schwedische Motorschiff Bardaland. Von 5 nahezu baugleichen Passagierschiffen war die Monte Rosa am bekanntesten. Sie war das letzte einer Serie, die bei Blohm & Voss für die Hamburg Süd gebaut wurde und ebenso wie ihre Schwesterschiffe ein Einklassenschiff. Die universell einsetzbaren Motorschiffe nahmen 1400 Passagiere und konnten zusätzlich weitere 1000 Fahrgäste im Zwischendeck befördern. Obwohl sie für die Fahrt nach der Ostküste Südamerikas konstruiert waren, wurden sie aufgrund ihrer besonderen Eignung vielfach für Touristenkreuzfahrten eingesetzt. Dabei wurden Reisen nach Madeira, ins Mittelmeer und in die norwegischen Fjorde angeboten. Mitte der 30er Jahre erlebte der Walfang in Deutschland eine Renaissance. Mit der Walter Rau lieferte die deutsche Werft 1937 das erste neu konstruierte Walfang-Mutterschiff ab. Während die Mutterschiffe den Fang verarbeiteten, wurden die Wale mit speziell dafür gebauten Fangbooten gejagt. Im Film sehen wir die Fangboote des Walfangschiffs Jan Wellem. Auch im Umschlag von Mineralölen nahm Hamburg eine führende Stellung in Europa ein. 1938 wurden 3,6 Millionen Tonnen Brenn- und Treibstoffe entlöscht. Das entsprach 70% der gesamten deutschen Öleinfuhr. Für die Lagerung standen im Petroleumhafen ausgedehnte Tankanlagen zur Verfügung. Die Lotsenstation am Seemannshöft
und der daneben liegende Yachthafen lagen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Petroleumhafen. Am frühen Morgen läuft die schneeweiße deutsche Staatsjacht Grille ein. Ihr folgt das Torpedoboot Jaguar, das zur Raubtierklasse gehörte. Hamburg war kein Kriegshafen. Kriegsschiffe liefen den Hafen nicht sehr häufig an. Trotzdem kamen auch ausländische Marineschiffe zu Besuch, wie hier die beiden italienischen Segelschulschiffe Cristoforo Colombo und Amerigo Vespucci. Es war eher ein seltenes Ereignis, dass beide Schiffe sich gemeinsam in Hamburg befanden. Sie liegen vereint im Magdeburger Hafen. Stimmungsvolle Bilder gelten zum Schluss dem Flaggschiff Hamburgs, dem Schnelldampfer Cap Arcona der Hamburg Süd, der seit 1927 im regelmäßigen Dienst nach der Ostküste Südamerikas verkehrte. Trotz der wirtschaftlichen Probleme in den 30er Jahren in der Südamerikafahrt und intensiver Versuche der Konkurrenz, dem Schiff den Rang abzulaufen, blieb die Königin des Südatlantiks der Liebling des lateinamerikanischen Publikums. Die Zollkontrolle im Deutschen Reich war auch für ausreisende Personen streng. An der Gangway mit dem Breitentransparent Hamburg Süd erfolgt eine letzte Kontrolle der an Bord gehenden Fahrgäste. Während bereits Dampf aufgemacht wird, erfolgt die Verladung der Autos der Passagiere mit einer speziellen Traverse. Das sah wegen der Schräglage gefährlich aus, war aber eine erprobte Methode, die bei kleinen Luken erforderlich war. Nachdem die Luken dicht gesetzt und die Ladebäume niedergelegt sind, kann die Reise angetreten werden. Cap Arcona war ein außerordentlich elegant und komfortabel eingerichteter Schnelldampfer, der sich hoher in- und ausländischer Wertschätzung erfreute. Und Hamburg war stolz auf dieses Schiff.